junkfoodtaster.com. And here we go, my beautiful friends. So, in this episode, I will check out this assortment of chips. Three of them are triangular, and one is like natural. So, what do we got here? First of all, we got here tortillas. And I've got the flavors wild paprika and nacho cheese. Alrighty. Then I got a value for money brand. So this is, I guess, the same thing, only cheaper. And with a Mexican hat. And more. This is 300 grams. And these are only 125. And then we got the sweet potato. Organic farming. Sweet potato chips. Okay, let's check it out, my friends. Okay, nacho cheese. Wow. So this is kind of mental, my friends. It's very salty and cheesy. I got a funny finish. It's a very funny flavor. So, I guess I switch off the slide here. Does it look better now? Anyways, next flavor, wild paprika. Okay, so the product itself looks very much different than the cheese one. The finish is very strange. The first seconds are very interesting. Oh, it's burning a little bit. I don't have a dip here right now. I don't know what I make of this. She's kind of unnatural. She's very much like this paprika powder. Anyways, now the value for money. Aha, these have an intense smell. Smells like old garden or something, and we can compare. So apparently these are smaller. Also, Shio ones feel thicker and have bubbles. That's the value for money, man. Money one, almost like staple chips. They're kind of a bit harder, I think. Kind of brittle also. I would say the expensive ones are definitely better than the cheap ones. I'll let this one here win. This straw. And just fail.
So here we go. But now we are up to the really nice stuff. So this is like the best of the best. I guess it's a two types of sweet potatoes, the purple one and the yellow one. Look at this here. Almost looks like beef jerky, doesn't it? No. Oh, here we go. It's like premium stuff. This is really good stuff. It has like an intense, unique taste, which is normally not in a industrial made product. Also like a little bit bitter finish. That's cool. Oh, this definitely a win. Oh. Alrighty. So this was the chips eaten. So yeah, I just wanted to make a video so that you have something to watch. And I hope you liked it a little bit. Thanks for watching. See you soon. Gut, jetzt gibt es ja eine kleine Verkostung. Ja, ich habe einmal die Chio Tortilla Chips. Und ja, also die schmecken mir sehr gut. Nacho Cheese, die sind extrem lustig. Und dieses Wild Paprika ist auch interessant. Schmeckt mir dann insgesamt zu sehr nach Paprikapulver. Ja, was man sagen kann, ist, dass diese Produkte viel besser sind als jetzt irgend so ein Billigprodukt. Gut und günstig Tortilla Chips. Das Billigprodukt ist halt dann billig. Ja. Wenn man vorher das gegessen hat und dann das, dann merkt man schon ganz schön den Unterschied. Also qualitätsmäßig, die sind größer, die sind anders irgendwie zubereitet, die haben auch solche Blasen drin hier. Die Gewürzmischung ist komplexer, haben komplexeren Geschmack. Die brechen irgendwie komisch, die brechen lustig. Ja. Und dann habe ich noch, weil das jetzt noch rumlag, die Bio-Chips Sweet Potato. Das ist natürlich, kann man sich ja denken, das ist das gute Zeug. Das ist dann richtig so Geschmackserlebnis. Ja. Das habe ich zu viel Geschmäcker gleichzeitig im Mund. Irgendwas schmeckt gerade richtig komisch. war das jetzt der Chip hier? Hier ist nochmal so ein gelben. Ja, die sind auch, oh, ist ein bisschen bitter jetzt, sind auch bitter. Also hier schmeckt man noch, dass das mal ein Gemüse war. Bei den Nacho Chips, die schmecken halt sehr out of space im Vergleich zu den Ursprungsprodukten. Ja. Ich kann ja noch mal ein Weilchen warten und das noch mal essen und gucken, ob es komisch schmeckt.
wenn ich nicht mehr so viel im Mund habe. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt und ja, bis zum nächsten Mal.